Wir gucken uns an, Frankfurt Tinder, es endet in einer Katastrophe. Bitte, Digga, was babbelst du? Geh mal aus dem Video mit deinen hässlichen Klamotten. Gott, Digga. Aber ich rede doch normal so. Lass diese 777. Mein Bodycount. Ist ja ganz witzig. Sie braucht afghanische Gurke. Sie macht. Dein Gesicht hat zwei verschiedene Hautfarben und du machst sie die anderen Leute fertig. Oh, wow. Ja, raus! Oh Gott, ich bin jetzt schon dümmer geworden, Digga. Hör mal zu, hör mal zu! Ey, John Wick auf Down-Syndrom, werd mal nüchtern, you wussig! Geh mal weg jetzt! Berühr mich nicht, der Bruch, die Macke! Geh doch mal weg! Guck mal, sein Mundwinkel! Guck mal, bitte, guck mal, sein Mundwinkel! Oh, shit! Oh, Digga, dieses weiße Mundwinkel ist aber echt eklig, Digga. Streitet euch weiter! So, Ladies and Gentlemen, Dankeschön fürs Einschalten. Ich küsse eure Herzen. Wie ihr sehen könnt, sind wir wieder in Frankfurt in meinem Wohnzimmer. Heute ist natürlich unsere Tinder-Aufstellung am Start. Es ist kalt, es ist nicht so viel los, aber ich habe mein Bestes gegeben, damit ihr natürlich einen Tinder bekommt. Und achtet nicht auf meine Nase, ich bin ein bisschen erkältet. Aber genug geredet, ihr wisst, was zu tun ist. Wir checken jetzt einmal unsere Mädels ab. Also, Ladies and Gentlemen, das sind unsere Mädels. Applaus. Oh mein Gott, guckt sie euch mal an. Oh mein Gott. Oh, krass, ich komm nicht. Hier sind die... Bro, war nicht eine schöne Frau dabei. Die Jungs, die sind die Jungs. Oh mein Gott. Boah, was für Playboys. Boah, bei ihm, Cristiano Ronaldo ist hier am Start. Am Jeff-Bab. Ich würde sagen, Ladies first, Tinder auf meine Art. Hi. Hallo. 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 Bist du gerade ans Telefon oder was? Nein. Woher kommst du? Aus meinem... Oh Gott, Digga, ich darf nicht ehrenlos werden. Mainz. Aus Mainz. Wie heißt du? Emily. Emily. Weißt du, was deine Aufgabe ist? Doch das so? Nein. Nein, nein, nein. Ja. Was denn? Abchecken. Oh ja. Check ihn mal ab von oben bis unten. Würdest du ihn daten? Nein. Nein? Nein. Warum? Das ist nicht mein Typ. Was gefällt dir nicht? Ich weiß nicht, einfach sein Gesicht. Er gefällt mir einfach nicht an sich. Sein Gesicht? Ja. Was mit seinem Gesicht? Der ist wunderschön. 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 Beschreib uns doch mal deinen Typen. Ja, Südländer, so Marokkaner, Locken, groß. Hast du schon mal so einen? Ja. Ja? Ja. Ja, ja. Okay, wir haben hier mit deinem Einverständnis. Yeah. Ihr müsst auch einfach darauf achten, Digga. Einfach hier dieser Cut der Hautfarbe, Bro. Holy shit. Ein bisschen Ähnlichkeit ist da, finde ich, Moment. So ein ganz bisschen Ähnlichkeit habe ich hier gerade gesehen. Hm? So ein ganz bisschen Ähnlichkeit. Oder sag ehrlich, so ein, also nur minimalistisch, habe ich im ersten Moment gedacht. Ja. Dass wir das überall posten dürfen? Ja. Du hast schon mal deinen Ruf verloren. Witzig. Geh rüber und hör uns die Meine von drüben an. So, stell dich mal vor. Also ich bin Ömer. Ich komme aus Freiburg. Okay. 20 Jahre alt. Ömer, check mal sie von oben bis unten ab. Guckt euch das, Bro. Freiburg. Guck genau, okay. 20 Jahre alt. Ömer, check mal sie von oben bis unten ab. Tut mir leid, wenn ich das so sage, Digga. Aber das hat nichts mit Natürlichkeit zu tun und das finde ich sehr, also alleine, jetzt auch nicht böse gemeint so, aber das Video ist halt ein oberflächliches Video und sie kann ja auch über mich schlecht reden. Aber alleine ihre Augenbrauen sind so ein unfassbares No-Go. Das sieht einfach aus, als wenn jemand bei ihr, vor ihr stand und gesagt hat, oh, ich muss mir mal hier die wichtigen Dinge im Buch unterstreichen mit einem Edding. Man hat das Gefühl, jemand hat ihr mit Edding über Augenbrauen geschrieben. Kann ja trotzdem sein, dass sie hübsch ist, wenn sie sich abschminkt, ne? So ist ja nicht. Edding 500er, ja, dann wenn du mit dem Dicken, na klar. Ömer, würdest du ihn daten? Würdest du sie daten? Ja, nein, begründet. Boah, ich sag dir ehrlich, nein, weil sie ist mir ein bisschen zu Aslak. Ja, ich weiß, ich stehe so auf dieses Weibliche, so, weiß man, so richtig, so Lady. Was macht er denn da im Hintergrund, Digga? Das ist Reezy im Übrigen im Hintergrund. Kennt ihr den? Der ist Moderator bei mir gewesen. Warum bin ich nicht weiblich? Ich weiß nicht. Warum bin ich nicht weiblich?
Allein wie du redest und so, ich finde sowas, ich weiß nicht. Aber ich rede doch normal, so. Weiß ich, dein Auftreten. Also ich muss dir ehrlicherweise sagen, sein Argument ist sogar logischer als das Argument von ihr. Sie redet halt wirklich unfassbar unattraktiv und asozial. Und so, ich weiß nicht. Wie trittst du denn auf? Und du redest wie Haftbefehl. Ich bin sprachlos. Was meinst du? Oder die Augen. Auf was für Frauen stehst du? Ja, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall darf nicht so dünn sein, ja? So wie sie jetzt zum Beispiel. Ich weiß nicht, Blondine am besten eigentlich, ja. Blondine? Ja. Also sie geht gar nicht? Nee, eigentlich nicht. Was meinst du? Die Freundin als Verteidigung? Also er hat das eigentlich relativ vernünftig gesagt, oder? War okay, ja. Also war jetzt nicht hochgradig asozial. Ja, das soll die halt, ne? Es hat schon mal sehr gut angefangen. Wir gehen mal eins weiter, okay? So, hallo. Hallo. Na? Was geht ab? Letztes Mal. War die nicht letztes Mal auch schon dabei? Auch Bro, hier, das ist so unfassbar unnatürlich, Digga. Ich verstehe es nicht. Liebe Frauenwelt da draußen, schminkt euch nicht zu anderen Menschen. Ihr seid leider einfach eine Mogelpackung. Es ist nicht schön. Da konntest du ja nicht dabei sein. Ja, ich war du leider zu spät. Woher kennen wir? Woher kenne ich die? War die bei einer anderen Folge schon mal dabei? Woher kennen wir die? Ach, die war letztes Mal bei Barello dabei. Stell dich mal trotzdem vor. Mein Name ist Naima. Ja, ich komme aus Mainz. Naima, check mal deinen Typen einmal von oben bis unten ab. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe. Ich sag mal so, also einen guten Style hat er. Er sieht auch gepflegt aus, aber ich weiß nicht, so ganz mein Typ ist es nicht. Nein. Warum nicht? Ja, ich weiß nicht. Irgendwas gefällt mir nicht so. Warum? Guck mal. Seine Haare, seine Augen. Oh, der geht mir jetzt schon auf den Sack. Augen, alles. Digga, was babbelst du? Geh mal aus dem Video mit deinen hässlichen Klamotten. Alter, gleiche Postleitzahl, beide Augen, Mann. Was? Guck mal, wie nah die aneinander sind. Boah. Oh, guck mal, deine Fresse an. Lass die mal haben. Fuck. Barello, sein Dings, sein Arzt, der macht dir bestimmt auch ein paar Haare auf den Kopf. Haare auf Kopf muss ich nicht haben, aber es gibt bestimmt Plastikchirurgie, das dir helfen kann. Ja. Also ich muss euch sagen, er geht mir auch unfassbar auf den Sack, Digga. Aber das mache ich nicht, sorry. Vielleicht nur Geld, das irgendwann mal, definitiv. Darf die so reden mit dir? Wir hören uns mal die Meinung von ihm an, ja? Also, stell dich mal vor. Ich bin Dennis, komme aus Saarbrücken, bin 19 Jahre alt. Check sie mal ab, einmal von oben bis unten. Sag uns, würdest du sie daten? Ja, nein, begründet. Also eigentlich nicht. Ich habe irgendwie halt gemacht. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt cool wäre, wenn ich jetzt ja sagen würde, aber ich sag jetzt mal nein so. Aber sie ist eine selbst Person, aber ich würde sie nicht daten. Oh, aber sehr sympathisch. Sie sieht sehr, sehr, sehr gepflegt aus. Okay. Also. Bro, du kannst doch nicht sagen, du hast gerade Iftar gemacht und dann sagst du, ich darf nicht ja sagen, du darfst nicht mal mit der reden oder ihr gegenüberstehen. Du kannst doch nicht sagen, ey, du hast Iftar gemacht, du bist ein guter Moslem, wenn du da jetzt so machst. Also das macht gar keinen Sinn, was du da sagst, Digga. Wow, er war so anständig, ein Applaus für ihn, komm. Wow, wow, wir haben hier aber trotzdem kein Date, wir gehen eins weiter, komm. Oh mein Gott. Oh, Digga, Bro, die ist nach dem letzten Video, hat sie sich so krass gefühlt, weil ich auf sie reagiert habe. Holy shit. Die hat sogar unter meinem YouTube-Video kommentiert. Und keine Ahnung, Digga. Richtig unangenehm. Gott, schaut mal, wer hier ist. Hallo, Boys. Na? Na? Wie geht's? Super gut. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja. Montana Black, ich grüße dich. Aber er hat dich doch fertig gemacht. Ich würde ihn trotzdem. Dann würde ich sogar ohne Tüte. Willst du trotzdem, sagst du? Ja. Guck mal, ich will dir eine Sache sagen, okay? Ich will dir nur eine Sache sagen, auf nett. Bevor ich mit dir Geschlechtsverkehr habe, wichse ich mir einfach lieber ein. Denn, wie du weißt, ich habe mir gerade eine neue S-Klasse geholt und bin nicht auf der Suche nach einem Golf 1er mit kaputtem Getriebe und 500.000 Kilometer gelaufen. Verstehst du? Dich würde ich nicht mal an die Straße stellen bei mir auf dem Hof, weil ich mich schämen würde dafür. Dass Leute denken, du gehörst mir. Verstehst du, wie ich rede? Mir egal, ob du grüßt, dies, das, was für Filme machst du. Ich lach dich aus, so ist das. Ohne Tüte. Sie sagt, ohne Tüte, Digga. Dann stecke ich lieber mein in meine Biomülltonne, Digga, und hab weniger Krankheiten an meinem Weiter. Die Frage ist, ob er würde. Er hat Feuer, stimmt. Okay, Sophie, du auf weißt ja was... Auf gar keinen Fall, Digga. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Deine Aufgabe ist? Ich muss heute Hotel-Date finden. Genau, check ihn mal ab, von oben bis unten. Ecktube, komm. Er im Hintergrund sieht ein bisschen so aus, wie
die kurdische Version von Master Scorpion, oder? Die sehen sich schon ein bisschen ähnlich, jetzt mal ernsthaft. Ja, also ein bisschen ähnlich sehen die sich schon. Nein, Bro, gar nicht. Ach, f*** euch. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Nein. Besser, das kriegst nein. Du mit. Nein, warum? Mann, Digga, er war schon in meinen DMs. Oh, so. Du warst in ihre DMs? Ja, ja. Ey, was laberst du da? Er würde wirklich. Ist er dein Typ? Nein. Da würde nicht mal mit Tüte gehen. Gut, wir hören uns die Meinung mal jetzt von ihm an. Komm, stell dich mal vor. Stellt euch immer vor, da draußen ist ein Vater, der gesagt hat, dass er seine Tochter liebt. Oder ein Opa, der auf seine Enkeltochter stolz war, als sie das erste Mal eine 1 nach Hause gebracht hat. Versteht ihr, wie ich meine? Denkt immer an sowas. Was geht? Ich bin Eggy on the Beat. Mal wieder am Start. Okay, Eggy on the Beat. Check mal Sophie erstmal von oben bis unten ab. Check sie mal ab. Was ist diese 777? Mein Body Count. Was meinst du damit? Aber soll ich euch was sagen? Gefühlt jeder, der da drum rumsteht, wird mit dir, Digga. Schönes Loch und jetzt küsst meine Hand. Ey, ich komme aus Schaffenburg, dann gehen wir Hotel, okay? Warte. Ja, okay, warte, können wir aufnehmen? Das? Auf OnlyFans? Hotel? Komm. Okay, wir haben ein Date. Wir gehen ein zweite. Achtung. Hallo. Hi. Stell dich mal vor. Ich bin Niemka von TikTok. Was geht ab? Niemka, woher kommst du? Aus Berlin. Who the f*** is Niemka, man? Oh, macht sie diesen Film mit wie mit Pistole? Ihr Kamm ist unten griffbereit. Berlin, ich bin auf der Suche nach einem Freund. Okay, Niemka, weißt du, was deine Aufgabe heute ist? Der da oder? Genau. Oder der da? Ihn musst du erstmal einmal von oben bis unten abchecken. Billige Hose, komm. I've been really trying, baby. Würdest du ihn daten? Ja, nein. Also, er ist eigentlich ein ganz süßer, ja, aber er gibt mir irgendwie so kleinere. Bro, ich finde die Menschen drumherum fast noch anstrengender, Digga. Jeder hat einen Geltungsdrang, jeder will mal vor der Kamera zu sehen sein. Ist das so nervig? Ist so unfassbar nervig, Digga. Hero-Vibes, weißt du, was ich meine? Ob du einen kleinen Hero hast. Ey, sag sowas nicht, der hat den größten. Ja. Guck doch nicht auf. Bruder, hör mal. Du musst drauf gucken, wie er dich behandelt. Ja, er gibt so kleinen Hero-Vibes, weißt du, was ich meine? Nein. Was heißt Hero? Hab ich recht, er weiß guck nicht mal, was er fragt. Ja, aber was heißt Hero? Oleg und Bolek, die ja unterhalten sich, das kommt dabei raus. Yes. Wo hat sie das gesehen? War sie bei mir im Hotel oder was? Bei dir muss man das Hotel selber bezahlen, ja? Nein, ich zahl dir. Aber ich schicke dich nicht, es ist Haram, es ist Ramadan. Ich schicke einen Freund mit dir, alles gut. Du kannst deinen Freund selber nehmen. Was sind deine Typen? Also, auf jeden Fall ein bisschen dickere Kette so. Und diese Schuhe sehen auch ein bisschen Power Ranger aus. Ja. Ich glaube, sie steht auch auf fette. Du musst zum Friseur, Bruder. Guck mal, die steht da, macht TikTok und erzählt, sie sucht einen Freund. Guck mal, wie du redest. Kein Wunder, dass du keinen Freund hast. Die macht einen auf Bruder. Git ist. Eine Frau, die mit dir redet und dich Bruder nennt. Oh Gott. Ich hab mit dem gemessen. Mindestens 25 cm. Guck mal, Alter. So viel musst du verdecken an dein Gesicht. Nix wert. Keine. Ey, wie viel hast du von diesen Jackie-Dosen heute schon getrunken, Bruder? Das ist doch nicht wichtig, wie viel ich getrunken habe. Das Wichtige ist, dass du dich so verdeckst, Mann. Sag's, kleine das safe hast du selber ein Mann. Und er ist größer als deiner, ja, Nidges. Oh, ich krieg direkt Stressblähung, Digga. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es wirklich nicht gedacht, aber sie toppt wirklich nochmal alles. Ich fühle mich so unfassbar schlau. Die ist so unfassbar. Fremdscham? Holy shit, ist das unangenehm. Größer meiner als hin oder her, Alter, du bist am Fechten. Sie, Mann, hast du da zugegeben? Selber, Mann, Alter, was? Keiner kann diesen Eiern, was? Als ich gekommen. Oh Gott, es tut weh, Chat. Die nennt mich Bruder, obwohl sie weiß, alle Brüder haben Banane und die hat keine. So. Was sagst du? Er ist aber lustig, wie er redet. Er ist schon ein bisschen lustig, muss ich sagen, ja? Zu ihm? Ja? Ja, er ist ja voll oft abgegangen. Ja, er braucht Keratinglättung auf jeden Fall. Was war die Frage? Achso, der, die Glatze, nicht der? Hau rein, Philipp. Ja, der braucht Keratinglättung, Glätteisen. Gar nicht, Gurka.
Was? Sie braucht afghanische Gurke. Sie macht. Wie viel hast du probiert? Hat der geschmeckt oder nicht? Ja, Bruder, dein als letztes, ja? Ich hab probiert. Was? Ich hab probiert. Was ist das? Hey Nimka, was sind deine Typen? Ja, so, ich hab gesagt, ein bisschen geiler, einfach ein bisschen männlicher, ja? Bisschen dickere Nee, ein bisschen männlicher muss ja nicht sein. Du übernimmst ja den Part schon in der Beziehung. Du bist ja männlich genug. Kette auf jeden Fall. 1,90 Vollbart und dicke Goldkette. Das heißt, Jungs, kein Zeit verschwinden Sie. Du bist nicht mal ein Cheeseburger wert. Oh, sag ich ehrlich, ich krieg Allergieblähung. Mein Gulddigger-Schiss fängt an. Sie ist ein Gulddigger. Und ich hab's nicht geprewatcht. Genau so nämlich, Bruder. Hören wir uns die Meinung von Imtiaz an. So, stell dich mal vor. Emi, du weißt, was deine Aufgabe heute ist? Ja, wir haben schön gemacht. Der Kollege hier ist mit einem Spruch berühmt geworden. Fahrt ihr ein billiger Hose. Billige Hose. Check mal Niemke einmal von oben bis unten ab. Er ist aber ein bisschen lustig, muss ich sagen, ehrlich. Würdest du Niemka daten? Die hat richtig Käsemauken, sag ich dir. Ja, nein, begründe es. Nein. Nein? Ja. Hä? Das ist hübsch. Ich bin Single vergeben, sogar kann ich nicht. Was hast du gesagt? Ich habe gedacht, ich bin Single vergeben, kann ich nicht. Und warum glänzen deine Augen so, wenn du mich anguckst? Boah, die weinen vor Hässlichkeit. Bruder, dich will hier nicht mal jemand daten. Was ist mit dir? Warum redest du? Wieso regst du dich so auf, Mann? Die Wahrheit tut weh. Wer hat Meister Proper gefragt? Boah, zumindest habe ich einen Wert, Mann. Du hast gar keinen. Was für Wert? Du hast eh kein Geld. Geld, Geld, Alter. Du suchst nach jemandem mit Geld, Alter. Kein Geld bist du. Ich hab doch nur gesagt, Gulddigger, fertig. Hä? Es geht darum, ich habe eine Freundin, ich würde niemals jemand anderes hier daten. Es geht um Werte, es geht nicht darum, zu lutschen, schmink dich, nein, nicht darum. Schmink dich nicht alles so viel. Alles dreht sich ums Fleisch. Nein, schmink dich nicht so viel. Ja, achtet auf Werte, achtet auf gute Sachen im Leben. Typen ohne Para reden über Gold, Digga, was ist los? Nach 30 Jahren. Oh Gott, Digga, die regt mich so unfassbar auf. Unfassbar regt die mich auf, Digga. Guck mal, du bist doch keine Frau mit Wert, Digga. Wer will dich denn haben? Hör mal zu jetzt. Niemand will dich haben. Dich f***t vielleicht irgendjemand mit Gummitüte, um Druck abzubauen auf schnelle Welle, aber kein ernsthafter Mann datet dich spätestens nach diesem Video. Dein Wert ist von 1% auf 0% gegangen. Du machst bei so einem komischen Video mit und redest wie keine Ahnung, Schwester Eva auf Crack. Du kannst dich bei eBay reinstellen zu verschenken. Was ist los? Jawohl, also zum Kotzen. Bist du f***t und hässlich, egal wie du bist jetzt. Und dann deine Werte sind einzig das Wichtigste. Du hast, kannst jetzt heulen, schreien und beleidigen. Was du willst, wie auch immer, du bist f***t. Darf er so. Du bist natürlich und siehst trotzdem f***t aus. Raus. Was hast du gerade gemacht? Oh, nein, ich wurde. Oh, ist das unangenehm, Digga. Gepackt! Ich wurde gepackt! Darf ich mich schon auf dein setzen? Boah, gerne. Aber wie findest du sie? Ja, lange, nicht kleine wie andere. Ja. Aber trotzdem will ich sie nicht. Ja, billige Hose halt, was soll ich dir sagen? Guck dir mal an. Die mögen mich, aber egal. Ja, der will was von mir. Was für Wollen, Alter? Ich ekel mich vor dir, Mann. Boah, shit, Mann. Ey, bist du nicht der in meinen DMs heute Morgen, oder? Aber wer ist das? Dass der schießt, dass der überhaupt der redet, Schweizer, Digga. Der Schweizer. Ja, man hört's, dann soll er wieder zurück nach... Bro, guckt euch die da mal an, die stehen in der 3, Digga, eine geschminkter als die anderen. Die haben doch, selbst wenn du die 3 zusammenrechnest, kommt 0 bei raus. Verstehst du, wie ich meine? Die haben einfach einen Wert von 0, Digga. Selbst wenn du 1, 2, 3 zusammenzählst, kommt 0 raus bei denen. Ach, Schweiz, Digga. Ja, jetzt musst du sie natürlich verteidigen. Host eine Gruppe, Host. Mann, der geht mir auch auf den Sack. Niemand hat ihn eingeladen, labert die ganze Zeit, Mann. Was hast du gesagt? Er soll wieder nach Schweiz, was macht er hier? Boah, Geld, ich kann's mir erlauben. Du bist hier, weil du hier lebst, Mann. Hör mal zu, ich lebe hier nicht. Boah, du lebst hier nicht, Mann. Krass, Alter. Was machst du hier, Digga? Du wohnst in Schweiz. Anzug aufgechillt, Mann. Anzug aufgechillt. Meine Schweizer Franken in der Tasche. Arbeitslos mit Anzug an. Und natürlich billige Jackie, Mann. Reiche sind geizig. Hier, verteidigst du deine hohe Schwester, Mann. Hey, halt mal deine F***. Übertreib mal nicht, ey.
Ja, jetzt macht sie einen auf krass und jetzt will sie Schlägerei anfangen. Oh Gott, ja, ist genau. Ja, alles klar. Ey, übertreib mal! Ey, was ist für ein Mongo, Digga? Ich bin für Gleichberechtigkeit! Gleiche Kämpfe! Was machst du aber hier? Boah, ich habe Spaß hier, Mann! Und du regst dich auf, Mann! Guck mal, man sieht schon gleich den Ding! Du regst dich auf und ich chill meine Eier hier mit meiner Jackie-Cola und du nicht! Chill mit meiner 360. Ey, John Wick auf Down-Syndrom, werd mal nüchtern, you wussig! Mach mal Breakdance, komm. Okay, jetzt wird das Video unfassbar unangenehm. Was willst du sagen? Leute, ich suche einen Drehpartner, ich verlose bald was. Mann, halt die Fresse, Digga. Niemand will mit dir drehen. Problem? Der Pisser sagt, ich soll weggehen von dem. Ich stand hier als erstes, der steht neben mir. Er ist mein wirkliches Highlight, Digga. Er ist mein wirkliches Highlight. Er steht die ganze Zeit da, Reezy, Digga, und er sagt gar nichts. Er ist ganz ruhig, Digga. Reezy, bester Mann, sag ich ehrlich, Digga. Sagt, er soll weggehen, der geht nicht weg. Sagst du mir irgendwas von Dreck? Guck mal, sein Mundwinkel! Guck mal, bitte, guck mal, sein Mundwinkel! Aber das ist wirklich ekelig. Also das ist wirklich unfassbar widerlich. Shit! Streitet euch weiter! Guck mal, du sagst, er soll seinen Mund abwaschen, schmeckt schon ab. Nein, warum? Das sieht gut aus im Gegensatz zu seinem Dreck. Aber der hat Dreck, irgendwelche Essreste an seinem Mundwinkel. Essreste, heißt er. Er ist gegrillert. Und du hast... Was guckst du so genau, Alter? Was guckst du so genau, Alter? Okay, was willst du sagen? Dein Gesicht hat zwei verschiedene Hautfarben und du machst dir die anderen Leute fertig. Ey, deine Augenbrauen sind nicht gerade, deine ist länger. Ich hab Wert und... Heute hat... Zupfen, Junge, zupf die mal. Mach zum Zupfen. Soll ich die zupfen, dass sie so eng werden wie deine? Guck mal, wie klein die sind, Mann. Gar nichts. Musst du tätowieren oder was? Nein, nichts, Mann. Fallen die noch aus? Hast du sie angezeichnet? Was ist das, Mann? Eine kleine Linie, Alter. Nicht mal einen Zentimeter. Was ist das, Alter? Guck mal, du sagst zu Augenbrauen zupfen. Du hast zu viele Augenbrauen gezupft, Mann. Warum willst du mit jeder Ollen eins? Was chill dich, Mann? Was schreist du dich hier an, Mann, Alter? Warum willst du... Baba! Warum willst du... Er ist so geil, Digga. Mit jeder Ollen... Er hat Lektion fürs Leben gelernt im Hintergrund. Er wird Schule gut machen, vertrau mir. Eins gegen eins machen. Gleiche Rechte, gleich Kämpfe. Wichtigste ist auch Niemka, die ist extra aus Berlin. Bitte entfolgt mir alle, entfolgt mir alle. Auf jeden Fall. Ich folge dir gar nicht. Monte, das ist Frankfurt, ich bin der Normalste hier. Entfolgt mir alle, entfolgt mir alle. Auf jeden Fall, Monte, das ist Frankfurt. Ich bin der Normalste hier. Hey, ich wollte das Video eben beenden, hat nicht geklappt. Aber jetzt beenden wir das. Frankfurt, I love you. Jungs aus Straßburg, Freiburg. Ich küsse euch, Alter. Ja. Danke für die Grüße. Es war einfach unfassbar unangenehm, Digga. Das tut mir wirklich leid. Ich verstehe nicht, wie Pumpkin Monkey das aushalten kann. Der macht wenigstens noch vernünftigen Eindruck, sage ich immer wieder. Ich glaube, Pumpkin Monkey ist eigentlich echt ein Korrekter, so, mit dem man sich... Der ist nicht so wie die da. Der zieht da halt sein Content raus, ist ja auch okay. Wir können von da einen IRL-Stream machen, Digi. Auf gar keinen Fall, Alter. Auf gar keinen Fall.